So, hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, ich bin live, aber ich habe natürlich das Gefühl, dass das sich wieder ein bisschen Zeit verzögert mit der Gruppe. Deswegen, ich warte noch mal einen kleinen Moment und schau, ob da jemand dabei ist. Falls, ich glaube, jetzt ist schon jemand dabei. Falls jemand dabei ist und mich sieht und hört, gern bitte in den Kommentaren schreiben. Und ihr habt es vielleicht in dem Kommentar über diesen Post schon gesehen. Und ihr seht es auch an meinem schönen Rahmen hier. Wir haben ein kleines Upgrade zu unseren Lives und ich verwende jetzt die Software StreamYard. Und bei StreamYard ist es so, dass man, ihr könnt zwar kommentieren, aber ich sehe in der Software nicht, von wem der Kommentar ist, bis ihr die Kommentarfunktion freigeschalten habt. Und ich habe den Link auch gepostet. Christine schreibt, sie sieht und hört mich, das ist perfekt. Und Christine, du hast die Kommentarfunktion aktiviert. Das heißt, wer kommentieren will und mich wissen lassen will, wer sie ist, da müsstet ihr wirklich eben über, ich glaube, streamyard.com/Facebook und der Link ist über diesem Video gepostet, einfach kurz den Link anklicken und dann sagen, dass die Facebook Live Kommentarfunktion aktiviert ist. Jetzt sehe ich nämlich einen anderen Facebook-User. Ich sehe und höre dich, Supi, und da weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Wie gesagt, ich sehe die Kommentare, aber ich sehe ansonsten die Namen nicht. Dann auf jeden Fall eben, ihr könnt noch schnell die Kommentarfunktion aktivieren. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über mein kleines neues Setup. Es fühlt sich langsam an wie so ein kleines Fernsehstudio. Also nicht, dass sich bei mir daheim irgendwas geändert hat, aber mit dem Rahmen. Die Tina ist dabei, hat auch die Kommentare aktiviert. Perfekt. Ich mag anfangen und als erstes mal nach den Commitments von der letzten Woche fragen. Wer hat denn ihre Commitments gemacht? Wie hat sich's angefühlt? Was ist dabei rausgekommen? Das könnt ihr gern einfach mal schon in die Kommentare reinschreiben, während wir hier dran sind. Und heute geht's ja um das wunderschöne Thema Geld und Umsatz. Die Tina sagt, mein Rahmen sieht sehr schick aus, finde ich auch. Ein Dank an die Josie aus dem Team. Genau, also Thema Geld und Umsatz. Und ich habe in der Facebook-Gruppe schon so ein bisschen mitgelesen. Wir hatten ja schon ein paar Posts und schon ein paar Fragen gestellt. Und ein Thema, was aufkam, was ich unbedingt als erstes anschauen will, ist so dieses Thema, ich kann es mir nicht leisten, mir Unterstützung zu holen. Das ist was, was ich in irgendwelchen Konversationen schon lesen konnte. Und wenn ihr euch an die letzte Woche erinnert, da habe ich ja gesagt, dass wir diese zuerst Punkt, 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 dann Punkt, Punkt, Punkt Sätze umdrehen müssen. Und wenn ich jetzt diesen Satz nehme, ich muss zuerst mehr Umsatz machen oder ich muss zuerst mehr Geld haben, bis ich mir Unterstützung holen kann. Wenn wir den Satz umdrehen, wird daraus, ich muss mir Unterstützung holen, um dann mehr Umsatz zu machen. Und das ist tatsächlich die Realität. Der Grund, warum wir uns nicht leisten können, uns Unterstützung zu holen, ist, dass wir uns keine Unterstützung holen. Und ich sage es nochmal, weil das ist vielleicht am Anfang ein verwirrender Satz. Der Grund, warum wir es uns nicht leisten können, uns Unterstützung zu holen, ist, dass wir uns keine Unterstützung holen. Und ihr könnt mal auch schon in den Chat reinschreiben, was kommt auf, wenn ihr so einen Satz hört. Und ich will noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und zwar habe ich gestern dann mal geguckt, wenn ich alle Leute, mit denen ich arbeite, mein festangestelltes Team, meine Freelancer und so weiter, wenn ich das zusammenzähle, wie viele Stunden arbeiten die pro Woche? Und da kam ich auf 45 Stunden. Das heißt, mein Team insgesamt arbeitet 45 Stunden pro Woche. Das ist meine Arbeitszeit noch nicht dabei. Ich arbeite vielleicht auch noch mal 20, 25 Stunden. Und wenn ich jetzt sage 25 Stunden pro Woche, dann komme ich auf 70 Stunden pro Woche. Persönlich bin ich nicht bereit, 70 Stunden pro Woche zu arbeiten. Das heißt automatisch, ich würde ganz viele Sachen, die wir jetzt machen können als Team, die würde ich nicht machen. Was aber die Konsequenz davon ist, ist, dass ich weniger gesehen werde, dass wir weniger posten können, dass weniger Leute auf mich aufmerksam werden. Und vor allem,
wenn ich mich darin verstricke, dass ich Rechnungen schreibe, dass ich Grafiken erstelle. Und selbst wenn das vielleicht Sachen sind, die mir sogar Spaß machen, wenn das mein ganzer Tagesinhalt ist und sagen wir mal, ich erstelle 5 Stunden am Tag Grafiken, Rechnungen, was auch immer, all diese kleinen Sachen, die halt so anfallen. Das sind 5 Stunden, die mir fehlen, um die 5 Stunden mit Kunden zu arbeiten. Ich weiß, dass hier einige dabei sind, die vielleicht Coaches sind oder irgendwas in der Art. Wenn ich jetzt 5 Stunden coachen würde und wenn ich nur 100 Euro dafür pro Stunde nehmen würde, dann würde ich 500 Euro am Tag machen. Aber weil ich mich irgendwie in Grafiken, in Rechnungen, in Website, Farben verändern und so im Schwachsinn verstrick, kann ich die 500 Euro Umsatz nicht machen, weil eben ich mit anderen Sachen beschäftigt bin. Und darüber verlieren wir in der Regel auch noch den Spaß an unserer eigenen Arbeit, weil wir haben ja nicht angefangen, selbstständig zu sein, damit wir dann Rechnungen schreiben können oder damit wir irgendwie Webseiten basteln können und was halt so diese ganzen kleinen Sachen sind. Und in dem Moment, wo ich zu viel von dem mache, verliere ich den Spaß und die Energie und die Motivation für das Eigentliche, was sich dann wieder auf meine Kunden auswirkt. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin so erschöpft von all den kleinen Sachen, dass ich dann, wenn ich mit einem Kunden arbeite, nicht mehr 100% präsent bin, dann hat das auch langfristig auf sozusagen den Einkommensfluss keinen positiven Einfluss oder keine positive Auswirkung. Und das heißt, in dem Moment, wo ich sage, okay, ich fokussiere mich wirklich auf das, was nur ich machen kann, ich kann nicht meine Mitarbeiter hier fürs Facebook Live hinschicken. Das kann ich vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich wirklich spezifisch Leute dafür anstelle. Aber das ist eine Sache, die muss ich machen. Meine Ausbildungen, meine Online-Programme, meine Coachings, die Vision dafür, das sind alles Sachen, die ich machen muss. Und das sind die Sachen, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe. Und wirklich, wenn ich zu viel von dem anderen Rest mache, dann vergesse ich darüber die Aufgaben und die Tätigkeiten, mit denen ich Umsatz generieren kann. Und deswegen wirklich dieser Satz, du kannst dir keine Unterstützung leisten, weil du dir keine Unterstützung leistest, weil du dich zu viel in Sachen verstrickst, die kein Geld bringen, die aber jemand anderes wirklich relativ zügig und hoffentlich mit Spaß machen kann, sodass du dich auf deine Kernaufgaben fokussieren kannst. Und das wirklich finde ich extrem wichtig, wenn wir an so ein Unternehmer-Mindset gehen wollen, wenn wir wirklich uns fragen wollen, okay, wer bin ich denn in meinem Business? Bin ich wie ein Angestellter, der einfach wirklich irgendwie alles, was anfällt, selber macht? Oder denke ich wirklich wie eine Unternehmerin, die wirklich sagt, okay, ich fokussiere mich auf das, wo es wirklich mich braucht? Und ganz ehrlich, das sind nur 5% aller Aufgaben in meinem Business. Für alles andere könnte ich auslagern, braucht es nicht mich. Und deswegen die 5%, wo es wirklich mich braucht, auf die will ich meine Energie fokussieren. Das sind die 5%, die Umsatz generieren. Und mit genau dem Umsatz ist es dann leichter, mir das Team zu leisten. Und ich habe dann auch mal weitergeguckt, seitdem ich das Team habe, hat sich mein Umsatz fast verzehnfacht. Also seitdem ich angefangen habe, nicht mehr alles allein zu machen und wirklich, wir haben viel mehr einfach Power, viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Ich hätte zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe ohne Team niemals gemacht. Das wäre einfach keine Lust, keine Zeit, wäre für mich wirklich nicht machbar. Genau, das war eine Sache, die ich unbedingt sagen wollte. Habe ein paar Freunde und Bekannte angefragt, schreibt die Caro, keine Fremden, aber immerhin ein paar Freunde und Bekannte. Und Caro, ich habe sogar gesehen, du hast in der Facebook-Gruppe das auch angeboten. Und wirklich, es geht einfach nur darum, das mal zu machen und zu sehen, okay, der Boden tut sich nicht auf, wenn ich aus meiner Komfortzone gehe, wenn ich dieses Commitment mache und da weiter dran zu bleiben. Und jetzt will ich den Raum aufmachen für Fragen generell eben zu diesem Thema Strategien für mehr Umsatz. Und wirklich die Unterstützung zu holen, ist die erste Strategie. Und das können Kleinigkeiten sein. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich mein Yoga-Studio aufgemacht habe, das Erste, was ich gesagt habe, was ich mir leisten werde, ist ein Reinigungsunternehmen, weil ich hasse Putzen. Und wenn ich jetzt da jeden Tag mein Yoga-Studio noch putzen müsste und ich hatte 225 Quadratmeter, dann hätte ich wirklich nach 2 Wochen wahrscheinlich das Yoga-Studio gehasst. Ich hätte alle Kunden gehasst.
weil ich nur noch damit beschäftigt gewesen wäre, was ich absolut überhaupt gar nicht mag. Und deswegen wirklich, es können absolute Kleinigkeiten sein, wo wir sagen, das ist was, was mich wirklich irgendwie nervt, das ist was, wo ich so viel Zeit verbrat, die ich viel sinnvoller nutzen könnte, und sich dafür Unterstützung zu holen. Und dann eben, was sind für Fragen? Jetzt weiß ich nicht, wie groß die Zeitverzögerung heute ist. Ich glaube, das sind echt immer so irgendwie ein paar Sekunden. Ich warte mal, ob Fragen kommen, und ansonsten habe ich bestimmt auch noch irgendwas zu erzählen. Ich schaue mal hier ganz schnell selber bei mir im Facebook. Genau, wer hat eine Frage? Wer hat ein Thema, ein Anliegen, irgendwas zum Thema Geld? Und postet die mal, und währenddessen, dass es nicht so seltsam ist und ich einfach euch anschweige, mag ich noch über diesen einen Satz reden, den wir, glaube ich, gestern oder vorgestern gepostet haben. Und zwar diese Geschichte von, ich will ja nicht reich werden, ich will einfach nur so viel verdienen, dass es reicht. Das ist was, was ich vor allem in der spirituellen Welt immer und immer und immer wieder höre, weil irgendwie reich sein so häufig mit irgendwas Negativem behaftet ist. Das sind die, die einfach gierig sind, das sind die, die geizig sind, unethisch, was auch immer wir für Labels an dieses Reichsein knüpfen. Und deswegen sagen ganz viele, ja, mein Business muss mich ja nicht reich machen, sondern es soll einfach nur reichen. Und deren Realität ist am Ende dann auch, dass es halt einfach nur reicht. Das heißt, der Monat ist vorbei und am Monatsende hat es halt gerade so gereicht. Aber wir können keine großen Sprünge damit machen, wir können uns vielleicht mal nichts Außergewöhnliches leisten, sondern wir haben halt gerade so unsere Rechnungen gedeckt. Und ist das wirklich die Realität, die wir haben wollen? Also das ist einfach, dass wir immer gerade so durchkommen. Oder wäre es nicht wirklich auch nett, irgendwie mehr Möglichkeiten zu haben? Plus auch hier wieder der Hinweis, mit mehr Geld kann ich mehr Leute erreichen, weil ich ein Team habe und wir unsere Reichweite vergrößern können. Und das wirklich, wir müssen aufhören, Geld als sowas Ekliges, Fieses, Böses zu sehen, sondern wirklich anzufangen zu sagen, okay, das ist einfach ein Tool. Es gibt zum Beispiel auch so diese Metapher, das Geld eigentlich ist wie ein Hammer. Ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen, um ein Bild aufzuhängen. Und dann ist der Hammer als Tool, als Werkzeug, was extrem praktisch ist. Ich könnte aber den Hammer auch dafür verwenden, eine Person auf den Kopf zu schlagen und die Person umzubringen. Und dann ist der Hammer als Werkzeug, was negativ ist. Der Hammer ist aber einfach nur der Hammer. Und die Frage ist, wie verwende ich den Hammer? Das heißt, wenn ich das also aufs Geld übertrage, ist Geld einfach nur Geld. Und die Frage ist, wie verwende ich das Geld? Verwende ich das für was Schönes und was Positives, um mehr zu bewirken, um was zu spenden, um die Welt irgendwie in dem kleinen Bereich, in dem ich Möglichkeiten habe, zu verändern? Oder eben verwende ich das, weil ich selber gierig, geizig und so weiter bin? Und der Fakt, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass wir Angst haben, das sein zu könnten, glaube ich, ist schon ein Zeichen dafür, dass wir es nicht sind und dass wir was Positives damit machen würden. Mir fällt oft nur was Bestehendes ein, billiger zu machen, aber happy bin ich darüber nicht. Kannst du dazu noch mal mehr sagen? Gibt es Plattformen, wo man Leute findet, die einen unterstützen könnten? Denise? Ja, es gibt in Facebook-Gruppen, also es gibt extra Facebook-Gruppen für virtuelle Assistenten, weil die meisten von diesen Sachen heutzutage kann man ja wirklich online machen. Jetzt eben die Julia zum Beispiel auch, und die Tina schreibt auch gerade virtuelle Assistenzen, wie sie. Die Caro geht auch in den virtuellen Assistenzbereich. Und jetzt zum Beispiel bei mir im Team, die Julia sitzt auf den Philippinen, weil sie da ihr Business hat und ein Öko- oder Eco-Hostel aufbaut. Da kann sie irgendwann vielleicht auch mal noch mehr dazu sagen. Aber wo sie ist, spielt in dem Sinn keine Rolle. Und gerade wenn es um Website-Fragen geht, wenn es irgendwie um auch Rechnungen schreiben, E-Mails beantworten, so Sachen, das können wir super gut auslagern. Und es gibt eben extra Facebook-Gruppen, also wenn man virtuelle Assistenz sucht, findet man da was, da kann man reinschreiben, für was sucht man konkret.
und kriege dann Antworten. Es gibt auch ein paar Seiten, ich kann nachher mal was zusammenstellen mit Links, wo man einfach auf Webseiten sozusagen solche Services buchen kann. Genau, also da gibt es eigentlich wirklich genug. Es wird tatsächlich angenommen für kurz generiertes Einnahmen. Ist das noch bezogen, weil da sehe ich keinen Namen, auf dieses bestehendes Produkt billiger zu machen? Das ist eine Strategie, die ich nie empfehlen würde. Falls sich diese zwei Kommentare aufeinander beziehen, dass das angenommen wird, aber nur kurz Einnahmen generiert, wenn unser einziges Verkaufsargument ist, dass wir Rabatte anbieten oder dass wir kurzfristig billiger werden, dann kauft keiner mehr zum Normalpreis. Weil wenn wir das ein paar Mal gemacht haben und die wissen, okay, im Sommerloch wird es wieder zum Rabattpreis angeboten, dann warte ich auf Sommerloch oder am Black Friday oder was auch immer wir komische Sachen haben, um unsere Produkte zu vergünstigen. Und unser Verkaufsargument ist nie unser Preis, sondern der Wert, den wir generieren. Und ich persönlich will nicht die mit den Dumpingpreisen sein. Ich will nicht, dass die Leute nur bei mir kaufen, weil es gerade einen Rabatt gibt, sondern meine Aufgabe ist es im Verkauf, ihnen klarzumachen, was ist sozusagen der Wert, den sie aus einer Zusammenarbeit mit mir rauskriegen. Und den Wert, wenn ich kommuniziere, sind die auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Und das ist was wir wirklich in einer anderen Session vielleicht auch mal anschauen können, so prinzipiell dieses Thema Verkauf. Ich habe im September auch eben für Uplevel Your Identity kommt ja ein Gratis-Training und das will ich wirklich dieses Mal so ein bisschen auf unsere Message und unsere Kernbotschaft ausrichten, weil für mich wirklich das Wichtigste ist, dass wir irgendwie klar sind, wofür stehen wir, was ist unsere Botschaft, dass wir die richtigen Leute auch anziehen. Und die richtigen Leute sind eben nicht die, die nur auf den Rabatt warten. Aha, gut, so Pakete, 10 Massagen, 10 Euro billiger und dann gleich 10 kaufen. Okay, das ist was anderes, das kann man machen. Ist ja so das gängige Modell, jetzt eben wirklich wie bei Massagen. Aber prinzipiell würde ich schauen, dass wir von einer Rabattmentalität wegkommen hin zu einer Wertmentalität. Wirklich zu sagen, was haben die Sachen auch für einen Wert. Und dann auch zu sagen, bewusst nicht günstig zu sein. Ich will nicht, dass die Leute nur kommen, weil ich die Billigste bin. Das sind nicht meine Traumkunden. Ich weiß auch hier noch, zum Beispiel, wo ich das Yoga-Studio hatte, ich hatte mal eine Interessentin, die bei mir die Yogalehrerausbildung machen wollte, weil ich halt am nächsten zu ihrem Wohnort dran war. Aber von allem, was sie gesagt hat und von allem, was ich erzählt habe, was der Fokus in meiner Ausbildung ist, die hat alles gehasst. Ich habe gesagt, es geht um Freiheit und um sich frei bewegen und um die eigene innere Wahrheit zu finden. Und sie wollte einfach Vorgaben. Sie wollte, ja, aber sagst du mir nicht, was machen muss? Ich so, nein, das musst du für dich rausfinden. Und sie hatte schon im Vorgespräch mega Kämpfe damit, aber sie wollte unbedingt die Ausbildung bei mir machen, weil ich halt die Nächste war. Und ich habe sie nicht aufgenommen und habe ihr gesagt, sie soll sich was suchen, wo sie inhaltlich sich wohlfühlt und wo sie was mit der Message und der Art und Weise anfangen kann und nicht, weil ich die Nächste oder die Billigste oder was auch immer bin. Und das ist wirklich extrem wichtig. Und wirklich, vielleicht können wir mal eine Woche machen, wo wir so dieses ganze Thema Verkaufen anschauen. Und auch hier bin ich davon überzeugt, dass wenn wir eine absolute klare Botschaft haben und mit unserem ganzen Herzblut dahinter stehen und wirklich das aus jeder unserer Poren und Zellen rausdringt, und da sind wir wieder bei dem Thema Embodiment und wer bin ich, dann müssen wir nicht verkaufen. Dann müssen wir den Leuten nur sagen, was wir haben, und die fühlen sich so davon angesprochen, dass sie glücklich sind, uns ihr Geld hinzuwerfen und mit uns zu arbeiten. Und das ist wirklich meine Erfahrung. Je mehr Begeisterung ich für meine Sachen zeige, desto mehr wollen die Leute mit mir zusammenarbeiten. Und auch hier wieder, die Begeisterung kann ich nur zeigen, weil ich nicht übermüdet bin von Rechnungen schreiben und Websites überarbeiten und all den Geschichten. Genau. Sind sonst noch Fragen? Wir sind schon die 20 Minuten, die ich hier so als Limit gesetzt habe, die gehen immer wahnsinnig schnell rum. Ich will trotzdem noch mal kurz fragen, ob noch Fragen da sind, ganz spezifisch zu dem Thema. Und ansonsten auch wie immer, falls du das später in der Aufzeichnung anschaust, schreib auch später noch Kommentare. Ich gehe da wirklich auch immer noch durch. Vielleicht übersehe ich mal den einen oder anderen Kommentar, aber prinzipiell bin ich wirklich die nächsten Tage da auch noch dabei. Antworte auch noch auf Kommentare und Fragen, so dass du das wirklich für dich nutzen kannst.
jetzt weiß ich eben nicht, ich gucke nochmal bei mir auf der Facebook-Seite, ob ich, wie zeitverzögert ich bin. Ja, ich glaube, ich bin sehr zeitverzögert. Genau, also deswegen, ich warte noch vielleicht irgendwie ein paar Sekunden und schaue, ob noch mal eine Frage kommt. Und ansonsten würde ich das für heute dann auch wieder beenden. Aber wie gesagt, die Unterstützung in der Gruppe ist weiterhin da. Und wir werden eben in Zukunft jetzt immer diese StreamYard nutzen. Deswegen wirklich, wenn es ist einfach einfacher, wenn ich weiß, von wem sind die Fragen, dass ich da kommentieren kann. Madeleine schreibt noch, vielen Dank, dass du das hier so anbietest. Und wirklich, also ich würde es nie im Leben so anbieten, wenn nicht die Julia mich mega unterstützen würde in der Vorbereitung, in der Planung der Themen, im Erstellen der Posts. Wir sprechen uns natürlich ab, aber die ganze Moderation und alles, das übernimmt sie, sodass ich mich wirklich hier einmal die Woche hinsetzen kann und Spaß haben kann und reden kann. Was ich wirklich nicht hätte, wenn ich den ganzen Rest machen müsste. Genau, Thema Angebote, Verkauf, sehr interessant. Dann schauen wir wirklich, dass wir das mit aufnehmen. Wir haben so die nächsten Wochen grob geplant, aber sind da auch noch flexibel. Und das ist sicherlich ein extrem wichtiges Thema. Aber wirklich der Hinweis, am 17. September startet das Gratistraining. Und da geht es wirklich auch genau eben um diese Message und um dass wir wirklich unsere Botschaft auch irgendwie verkörpern müssen und damit in Verbindung gebracht werden müssen. Deswegen also da auch schon mal der Hinweis, ich glaube so in den nächsten, keine Ahnung, 3-4 Wochen stehen da mehr Infos fest und man kann sich dafür auch schon anmelden. Okay, dann würde ich für heute beenden. Schön, dass ihr dabei wart und wir bleiben in der Gruppe aktiv. Die Tina schreibt gerade noch, danke dir Tina. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder live. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.